Da hinten, das wollte ich mir noch angucken, letzten Part, diesen Lavasee, also, das kommt mir schon ein bisschen komisch vor, ein bisschen Spanisch. So, meine lieben Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem wunderschönen Kanal. So, werden auf dem Weg zurück, mache ich die Fenster zu. So, Fenster zu. Und ich rück wieder ran und ja, gut. So, wir sind immer noch, also bei mir ist gerade Sonntag. Und ich hoffe natürlich, dass die Internetverbindung langsam mal da ist. Das heißt für mich, also dass es langsam wieder da ist, soll heißen, dass Dienstag hoffentlich der von der Firma, ich möchte jetzt unbedingt keinen Namen sagen, obwohl ich es schon so oft gesagt habe, in letzter Zeit da war und mein Internet repariert hat. Also ich hoffe es natürlich, wenn nicht, gibt's für die ganz großen Ärger. Denn mein PC, wie gesagt, hat, das habe ich schon mal in einem Part gesagt, oder ich habe das in einem Zwischenvideo, sage ich jetzt mal, gesagt gehabt, dass ich mein Internet, mein PC sich füllt mit der ganzen Aufnahmen, die ich hier mache, und ich finde sowas einfach nur richtig mystisch. Mein PC überfüllt sich, mache ich am Schluss, überfüllt sich langsam, und ich hoffe natürlich, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist es endlich da. Wenn ich so auf meine Liste gucke, das sollte am besten am kleinen Dienstag rauskommen, wenn es geht. Dienstag, Mittwoch, dann muss ich fertig sagen. Das kommt sehr spät, das Video. Also es kann sogar schon sein, dass es in der nächsten Woche kommt. Am Dienstag muss ich mal gucken, muss ich mir mal ausrechnen. Und ich muss mir mal allgemein so vergewissern, wann welcher Part kommt. Ich habe zwar gesagt, dass ich jetzt eine Liste erstellt habe mit allen Projekten, wie, wo, wann, was, damit ich hier klarkomme, weil ich ein Outro gemacht habe in der Endcard. Also Outro nicht, das hört sich ein bisschen bescheuert an. Also ich habe eine Endcard erstellt und diese Endcard muss ich ja so anpassen wegen dem letzten Video. Oh, letzter Part ist einfach. Und jedenfalls jetzt muss ich mir das so einteilen, dass echt das letzte Video bzw. letzter Part da ist. Jo. Wir sind auch bald fertig. Also ich hoffe natürlich, in diesem Part schaffen wir das noch. Aber das werden wir schaffen, das ist ja kein Problem. Und ich war vorhin zwar im Lavasee, kann man sagen. Ich habe geguckt, wie weit es ist. Man sieht, es arbeitet ruckzuck. Das ist natürlich auch wichtig, denn die Energie fließt ja da rein wie in Massen. Und ich hoffe, dass ich auch zu diesem Zeitpunkt schon das so geschafft habe, dass wir im Together-Projekt auch massig an Energie haben. Also massig in Bedboxen, Batterienboxen gebaut haben. Die gibt es ja zum Glück, Leute, und nicht diese ich komme nicht drauf, wie die Panel auch immer heißen. Also wenn nicht, sondern wie hier die Speicherdinge heißen, komme ich nicht drauf. Aber ich hoffe, die sind jedenfalls ja, ich glaube, die sind billiger, aber ich mag die nicht. Also ich mag lieber die Batteriebox, Headboxen. Obwohl die sich keinen Unterschied ergeben, glaube ich, jedenfalls. Wir können mal einen Vergleich ziehen. Aber irgendwie mag ich trotzdem die Badboxen mehr. So, und ich hoffe natürlich auch zu diesem Zeitpunkt, also ich habe ja hier Massen vorproduziert, weil die Langeweile mich prägt, auch hier. Müsst ihr eigentlich schon eine Überraschung für euch haben, also etwas, was man, glaube ich, hören müsste. Jetzt zwar noch nicht, weil jetzt ist noch nichts Neues, also man hört immer noch meine wunderschöne Stimme über mein Mikrofon, über mein Headset-Mikrofon. Ich glaube auch, dass sich in nächster Zeit nichts ändert, weil
Ja, vielleicht noch eine Folge, also die Folge, die danach kommt, das ist Giver Part. Aber danach müsste sich eigentlich was ändern. Ich hoffe es mal, dass ich es dann geschafft habe. Denn GTA kann ich nicht mehr aufnehmen. Der will mich jetzt auf immer nicht mehr reinlassen, weil ich angemeldet sein muss und aber nicht anmelden kann, weil ja kein Internet da ist in diesem Zeitpunkt. Und ach, ja. Das ist ja schlimmer als Frauen, der Nagel bricht ab. Aber das Internet ist ja für die heutigen Tage ist es ja echt wichtig. Ich habe mit meinem Vater drüber geredet, der findet das eigentlich nie so schön mit dem Internet. Aber er sagt selber, ohne Internet bist du auch heutzutage aufgeschmissen. Oh, das war jetzt aber knapp, aber wir haben ja hier noch einen Haufen oben stehen, die jetzt auch abbauen muss. Aber so gerade schon Gras oben, hier auch. Nein! Ah, gut, so. Also wir haben uns ein paar Mal verbaut, also 25 Mal haben wir uns jetzt in dieser kleinen Gegend verbaut. Ist eine Menge. Wir sehen dort oben auf der Karte das ganze Ausmaß von dem Gebäude. Ich habe jetzt meine Liste habe ich jetzt nicht hier. Also wie das aussieht, manchmal. Ja, stimmt, jetzt auch noch. Haben zwar jetzt keine Magma. So, jetzt gehen wir mal da hoch und schauen uns mal den Berg an. Es wird leider Nacht sein, aber okay, das ist okay. Das ist okay. So. Ich hoffe natürlich, dass hier irgendwo jedenfalls ein, zwei Dias sind, damit wir mehr Solarpanels bauen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir brauchen. Das da hinten, das wollte ich mir noch angucken, letzten Part, diesen Lavasee, also das kommt mir schon ein bisschen komisch vor, das Spanisch. Aber gucken wir uns den jetzt mal an. Vor allem wichtig ist auch, wie tief der eigentlich ist. Und dass ich überhaupt nicht mehr zu essen habe. Der ist bestimmt nicht tief, habe ich. Ich hab den Körbe mit. Ich habe auch kein Wasser mit, habe ich. Eisen habe ich auch nur zwei Stück mit. Ich habe eine Spitzhacke mit. Ich weiß gar nicht, es gab eine Taste, womit man alles rauswerfen konnte. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, welche das ist, deswegen lasse ich das probieren jetzt mal. Ich steige jetzt einfach mal in die Lava und gucke mir an, wie tief die ist, ob sich das hier überhaupt lohnt. Man sieht, ich habe immer noch den Steve-Skin. Hi! Ist ja überhaupt nicht tief. Nur wir können eigentlich. Wir laufen noch einmal los. So viel Zeit haben wir. Jetzt versuche ich mal in die Mitte zu gehen. Problem war jetzt auch, dass ich schon angeschlagen war und nicht zu essen. Aber das Essen haben wir jetzt überhaupt kein Problem, denn bin ja satt. Ist wirklich alles nur ein Feld, also tief. Ist nicht viel. Aber okay. So, mein Video zum Update, wie mein Internet ist, das lädt immer noch seit fast 24 Stunden. Also Respekt. Und es ist gerade mal bei 50%, also nochmal 48 Stunden drauf. Das heißt, einen Tag bevor der Techniker ankommen soll wieder, ist er, muss es fertig sein. Okay. Alles wieder aufgehoben. Obwohl ich eigentlich die Dings gar nicht bräuchte. Die Setzlinge, aber die verbrenne ich mit. Also das ist dann, das ist erträglich der die Ausgabe. Tja. Das Feld ist eigentlich auch schon weit.
ist trotzdem voll, obwohl nichts gepumpt wird. Okay. Der brennt immer noch weiter. Der ist voll. Der ist leer. Hier ist noch was drin. Das ist komplett voll. Wir haben mal hier die Setzlinge rein. Und die Hälfte der Setzlinge. Und das ist erstmal genug. Also Holz brauchen wir erstmal nicht reinwerfen. Das ist das Wichtigste. Gut. Wir nehmen uns jetzt die ein paar Steine raus. Ein paar ist vielleicht gut gesagt, damit wir die Grundmauer weiter voranziehen können. Aber wir haben keine. Doch, wir haben eine Pickaxe. So. Wir legen die Erde, Gravel, Cobblestone. Kann ich eigentlich gleich mitnehmen. Warum packe ich das überhaupt weg? So. Ich kann nicht alles schnell reinlegen. Das wollen wir das nicht, das nicht, das nicht. So, ein paar Cobblestone müssen wir jetzt mitnehmen. Das war Gravel, Also eigentlich mein Eisenproblem, was ich lösen wollte, ist gelöst, das sieht man jetzt. Und halt, das war Gravel. Da. Ui, und Stein haben wir jetzt auch erstmal genug, also wir könnten fast ausmachen und sortieren. Wir warten mal, wir lassen das erstmal noch. Und ich suche jetzt mal schnell noch meine Skizze raus zum Haus. Das Haus, das habe ich ja schon mal eingefügt gehabt, deswegen mache ich das jetzt nicht noch einmal. So. Jetzt müssen wir noch mal gucken mit dem Eingang. So, der Eingang ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier ist der Eingang. Das heißt, wir ziehen erstmal hier so lang. Die Türen bauen wir dann auch noch ein. Also darauf keine Sorgen. Ich mache erstmal so, dass wir ungefähr wissen, wo die Tür ist. Das heißt, eine Dreiertür hier und dann. Ist ja überhaupt nicht mittig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich kann hier umgucken. Wir sind hier bei 85. Das sind 10. Halt, falsch. 99. Und hier sind wir bei 12. Wir müssten eigentlich bei 9 rauskommen. Nicht dort. 12, 99, das. Da bin ich bei 11. Da bin ich bei 11, okay. Was hab ich denn da drüben gezählt? Das ist. Da kann ich nicht zählen, oder was? Dann bin ich doof. Uiuiui. Jetzt habe ich mich selber beleidigt. Nein! Oben, das geht immer noch ab. Das ist gut. Das Kabel gefällt mir zwar dort oben nicht, aber okay. Wir machen dann direkt hinter uns im Haus. Einfach dann die Query wieder aufstellen.
Diesmal war ein bisschen größer und ja. Das heißt hier soll der Stein hin. Das sind wir hier bei 96. Genau, 85. 1, 2, 3. Hundert, 1, 2, 3, 200, da sind das aber 12, oder? Da sind das 12, da habe ich das komplett. Hä? 28 Felder in die Richtung. So, ich bin hier bei 85. Mist. 85. Stimmt, ich habe hier eine ungerade Zahl. Nein. Entschuldigung, dass der Bart heute so lang geht, aber es macht gerade irgendwie Spaß. 100. Minus 185. 27, habe ich ihn zu wenig gemacht. Habe ich echt ein Feld zu wenig gemacht? Was sind denn ich? Eine Zweiertür dann reinmache, statt eine Dreiertür. Dann müsste es ja eigentlich klappen. Da bin ich hier bei 97. Jetzt sind wir mal bei 12. Also mal hier bei 12, genau das geht wiederum. Gut, ist es zwar jetzt nicht mal nach den eigentlichen Aufbau, aber okay, so. Mauer ziehen. Jetzt ziehen wir noch schnell die Mauer. Und gucken nochmal zur Query runter und dann war es das mit diesen Parchern. Eine Zweiertür, habe ich gesagt. Kommt vielleicht auch besser an, weiß ich nicht. Lässt sich vielleicht auch besser bauen. Kann sein, muss aber nicht. Man sieht, dass es etwas liegt bei mir. Dass die Steine nicht gleich rüberspringen. Aber okay, ist das doch schlimm. So. Bisschen beengt, aber oh, warum nicht? Muss man mal. Muss mal so sein. So. Ich glaube, ich gehe erstmal hier ernten. So. Wie kommt mir gerade Steve so ein bisschen böse vor? Böse Steve. Nee. Dann erst vernichten wir. Denn falls wir zu wenig haben, ist auch nicht so schlimm. Jetzt gehen wir nochmal schlafen, machen uns was zu essen. Und dann klappt das. Bäm. Ist wieder schön so durchzuziehen, echt. Ach, denn. Warum habe ich hier Tin aufgenommen? So, ab ins Bett, ich bin müde. So. Das reicht genau. So, jetzt klettern wir wieder hoch. Eigentlich würde ich den ganzen Berg hinweg machen, aber
Ich glaube, es kommt nicht ganz so gut an. Sie waren in einer alten Minenschächte. Und ich würde gerne wissen, was das da ist. Aber wenn ich jetzt sterbe, bin ich am Arsch. Ich würde auch gerne wissen, wie tief die jetzt ist. Game und kann ich mir ja nicht geben. Da war ich zu früh. Und? Genau, ich habe nicht genug Promotion. Deswegen würde ich sagen, was hast du für diesen Part? Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Projekt gefällt. Und ja. Ich würde sagen, ich springe dann gleich mal runter. Machen wir einen schönen Tag. So. So, also umsonst gegessen kann man eigentlich sagen. Aber gut, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Menace in the World. Obwohl, wartet mal, ich habe eine gute Idee. Ob die sehr gut ist, weiß ich nicht. Also hier ist die Query noch nicht angelangt. Auf Höhe 42. Das ist okay. Da können wir das dann hier als Sicherheitseingang nehmen oder Schutzeingang oder weiß ich nicht was. Und jetzt muss ich wieder zurückfinden. Spawner. Home. Da drüben. Okay, Leute, ich bin zu doof. Ist doch hier hoch? Gut, wie gesagt, da würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. So, meine lieben Damen und Herren, willkommen hier zu Endcard, zu neuen Endcard. Ja, ihr kommt bei den Zeichen zu Twitter, zu Twitch, zu Facebook und zur Spendensammlung auf dem Tale, falls ihr uns etwas spenden wollt für uns einen eigenen Server, beziehungsweise einen Server für euch. Und auf der Space kommt ihr zu meinem Kanal zurück, zum Abonnieren. Yay. Und unten habt ihr den letzten Part und das letzte Video auf meinem Kanal. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir, wie gesagt, einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare. Ciao, ciao.